dramatische Entwicklung im Fall der seit letztem Donnerstag vermissten Trimperin Sofia, 28. Die spanische Polizei nahm am Dienstag den Lkw-Fahrer fest, der die Studentin an eine Tankstelle in Schkeuditz, Sachsen, mitgenommen hatte. Er steht unter dringendem Verdacht, die Frau getötet zu haben. Nach Bildinformationen handelt es sich um einen Marokkaner, 40. Bild sprach mit Sofias Bruder, der in Eigeninitiative den Tracker ausfindig machte und Kontakt herstellte. Lesen Sie exklusiv mit Bild Plus, was Sofias Bruder und die Polizei zu dem Fall sagen. Zeugen und Hinweisgeber werden nach wie vor dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Leipzig unter Tel 03419664646 oder in jeder anderen Dienststelle zu melden.